Hallo? Hört man mich gut? Sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Normalerweise würdet ihr heute jemand anderen erwarten, der euch begrüßt, nämlich Herrn Professor Dr. Markus Pechel. Der kann heute leider nicht hier sein. Deshalb habe ich die Ehre, euch heute zu begrüßen und freue mich sehr. Mein Name ist Patrick Pfeiffer und ich arbeite zusammen mit einem ganz, ganz tollen Team, das ihr hier in den blauen T-Shirts seht, aber auch welche, die ihr heute nicht seht, zusammen an der Kinderuni Saar, was uns sehr viel Spaß macht. Nach 2 Jahren Corona-Zeit kann die Kinderuni endlich wieder mit Kindern und auch mit Eltern und vor allem mit vollen Hörsälen stattfinden. Es hat uns gefehlt, euch zu sehen und einen belebten und ganz vollen Hörsaal vorzufinden. Und wir sind uns ganz sicher, euch hat die Kinderuni genauso gefehlt. Umso mehr freuen wir uns, euch jetzt hier im Sommersemester im Audimax begrüßen zu dürfen zur 2. Kinderuni-Vorlesung, die von Frau Professor Dr. Jacobs und ihrem Team gehalten wird. Kurze Frage in die Runde, dass nicht nur ich rede. Wem von euch hat denn die Kinderuni genauso gefehlt wie uns? Dürft mal ganz laut rufen, wem sie gefehlt hat. Okay, okay. Vielen Dank, Dankeschön. Dann möchte ich euch gar nicht mehr länger warten lassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Vorlesung und übergebe das Wort an Frau Professor Dr. Jacobs und ihr Team. Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Ihr habt schon die Seifenblasen hier gesehen. Und ich freue mich, euch ein bisschen was zur Physik der Seifenblasen zu zeigen. Und das ist mein Team. Ihr seht die Fotos. Ich habe 2 mitgebracht. Ihr wisst ja, Wissenschaftler haben immer weiße Kittel an, oder? Na, nicht immer, nicht immer. Ja, die Chemikerinnen und Chemiker noch mehr, die Physiker und Physikerinnen auch, aber weil hier ist echt viel Gepansche mit Seife, ihr seht schon, was da überall übrig bleibt. Deswegen haben die, die nah an der Seife dran sind, die haben die echten Wissenschaftlerkittel an, ja? So, aber hauptberuflich macht unsere Gruppe natürlich keine Forschung an Seifenblasen. Wir kümmern uns, wie etwas klebt, wie etwas haftet, zum Beispiel, warum Geckos an der Decke laufen können. Und wie zum Beispiel Bakterien haften. Warum ist das wichtig? Bakterien habt ihr zum Beispiel im Mund. Und deswegen müsst ihr Zähne putzen, morgens und abends, um die Bakterien rauszukehren, weil sonst endet ihr mit solchen hässlichen Löchern und die will ja keiner. Und wir kümmern uns darum, wie stark die Bakterien am Zahn heften, haften und schauen, was wir machen können. Etwas, was man auf jeden Fall machen kann, fluorierte Zahnpasta verwenden. Wer schon richtig Zähne putzen kann und ausspucken kann, der kann zum Beispiel die Haftung von diesen fiesen Mundbakterien auf dem Zahn um die Hälfte reduzieren, wenn man fluoridhaltige Zahnpasta benutzt. Das ist unsere Forschung. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um Seifenblasen. Warum? Die sind toll. Sie schweben, seht ihr hier. Sie schillern in allen Farben, sie wabern, sie zerplatzen, sie spritzen. Und jetzt können euch die 2 hier mal die wabernden großen Blasen zeigen. Und ganz viele Seifenblasen nennt man Schaum. Schaum. Und wenn ihr mal lange Seifenblasen beobachten wollt, dann könnt ihr Folgendes tun. Ihr nehmt eine Flasche, macht unten Spüli rein. Schaut mal. Und dann, ich habe hier so ein zusammengestecktes Röhrchen gemacht und dann einfach reinblasen. So, und dann einfach einen Deckel drauf, weil, warum die Seifenblasen zerplatzen, ist, weil das Wasser verdunstet. Und wenn wir einen Deckel drauf machen, verdunstet das Wasser nicht und ihr könnt die Blasen ganz lange anschauen. So, jetzt aber, warum schillern die Seifenblasen so schön? Das wollen wir uns angucken. Aber zuerst muss man mal klären, was eigentlich Seife. Seife nimmt man zum Händewaschen. Ihr habt bestimmt so viele Hände gewaschen in den letzten 2 Jahren. Ne? Ja, ich auch. Also was ist eigentlich Seife? Seife ist ein Molekül, das mit seiner einen Seite, die habe ich hier grün markiert, Luft und Öl und Schmutz mag. So ein richtiger Schmutzfink, sie ist der grüne Teil vom Molekül. Hier ist er. Da ist er.
das da. Das ist das Molekül und es hat hier zwei Seiten, eine rote. Hier habe ich mal so ein Köpfchen gemalt. Hier ist die chemische Formel und die kann man auch einfach so symbolisieren mit diesem Schwanz. Und wenn dieses Molekül Wasseroberfläche sieht, dann geht es sofort drauf, streckt seinen grünen Schwanz in die Luft und den roten Kopf über ins Wasser, wie so eine Badekappe. Ihr könnt euch vorstellen, es ist wie so ein Streichhölzchen hier, dieses Molekül. Und wenn das Wasser sieht, geht es mit dem Köpfchen ins Wasser und mit dem Schwanz nach draußen. Aber die Moleküle sind nicht so steif wie ein Streichhölzchen, sondern die sind ganz schlapperig. So, wozu brauchen wir eigentlich Seife? Ja, wir wollen irgendwie was sauber machen, was wir einfach mit Wasser nicht sauber kriegen, richtig? Also zum Beispiel, es gab Rührei und ihr wollt die Pfanne nachher sauber machen. Und dann habt ihr also irgendwie so einen Öltropfen und ein Stück Eigelb, an was an der Pfanne haftet. Und mit Wasser ausspülen funktioniert nicht. Also nehmt ihr Spüli in Wasser, Spülbürste und plötzlich geht das. Warum? Spüli, hier haben wir wieder unsere Moleküle mit den roten Badekappen. Schwupp, 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 strecken ihre Schwänzchen in Schmutz und Wasser und alles Öl, in Schmutz und ölhaltiges Zeugs, Fett, Butter. Und dann kommen immer mehr und immer mehr und plötzlich hebt dieses kleine Schmutzpartikelchen, Fetttröpfchen ab und ist in Lösung und dann schwupp ab damit mit dem Spülwasser, samt dem Spülwasser in Ausguss und die Pfanne ist sauber. Das ist also Seife. Jetzt machen wir mal ein Experiment. Und das könnt ihr zusammen nachmachen. Ich erkläre es euch erst und dann machen die Hanna und der Martin das Experiment. Und der Herr Keller, der führt für uns die Experimente vor, und zwar genauso, wie er das tut, für die Physikvorlesungen. Weil Physikvorlesungen, gerade Experimentalphysik, lebt von Experimenten. Und was ganz wichtig ist, ihr könnt die nachmachen. Ja? Aber auch ganz, ganz wichtig ist, Experimente können schiefgehen. Ich kann euch sogar berichten, ist kein Geheimnis, die meisten Experimente gehen erstmal schief. Und man muss erstmal rausfinden, wie man das macht. Zum Beispiel, wie man hier die Rasierklinge, oder wir werden es euch mit einer Büroklammer zeigen, wie man eine Büroklammer auf eine Wasseroberfläche legt. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, geht das garantiert schief. Dann probiert ihr das mal so, wie das die Hanna jetzt macht. Und jetzt schalten wir mal um auf die Kamera. Ihr könnt zum Beispiel bei einem Teich, könnt ihr auch Wasserläufer sehen. Die können auf dem Wasser laufen. Und das Wasser hat sozusagen eine Haut. Man nennt die Oberflächenspannung, wie ein Gummiband, die ist gespannt. Oberflächenspannung. Und die Wasserläufer drücken die so ein bisschen ein. Und ihr werdet sehen, die Büroklammer drückt das auch ein bisschen ein. Jetzt gucken wir mal, da ist die Wasseroberfläche. Der Herr Keller stellt die Kamera scharf. Jetzt sieht man das Gefäß. Da ist es. So, und jetzt kommt die Kamera. Jetzt kommt erstmal das Spüli. Und die Hanna hat ein bisschen was an der Pipette. Grün ist das Zeug. So, jetzt. Wo ist denn? Zupp! Weg ist sie. Weg ist sie. Jetzt müsste man das nochmal von oben gucken. Wir brauchen nämlich eine Kraft, um die Oberfläche einzudellen. Und wenn die Seife da ist, wissen wir ja jetzt, die setzt sich an die Oberfläche und dann kann man ganz einfach die Oberfläche eindellen. Das ist der Trick von der Seife. Der arme Wasserläufer würde untergehen. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Spülabwässer nicht in den Teich kommen, weil dann die Wasserläufer untergehen würden und alles andere, auch die Pflanzen, die im Wasser leben, haben dann andere Bedingungen. Das dürfen wir auch nicht machen. Also mit Seife braucht man weniger Kraft und dann gehen die unter. Das könnt ihr mal probieren. Ich zeige es euch hier nochmal, dann könnt ihr das in groß sehen. Hier war Büroklammer oder Rasierklinge. Büroklammer ist noch einfacher. Hier ist das grüne Spüli. Und jetzt Tropfen drauf, weg ist es. Weg ist es. Ja, und so gehen die unter. Also, jetzt probieren wir das Ganze mal mit Pfeffer. Weil wir müssen ja jetzt irgendwie zeigen, dass die tatsächlich an die Oberfläche gehen. Was die Hanna jetzt macht, Hanna gibt ein paar Pfefferkörnchen auf die Oberfläche. Die könnt ihr sehen.
Hier habe ich es schon mal mit dem Foto festgehalten, so. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn die Seife dazu kommt. Jetzt schalten wir wieder auf die Kamera. So, da ist sie. Jetzt Pfeffer. Oh, jawohl, das will keiner mehr trinken. Da muss man ganz schön husten danach. So, jetzt kommt in die Mitte ein Tropfen Seife und wir glauben ja, dass die Seife an die Oberfläche geht. Jetzt gucken wir mal, was die Seife mit den Pfefferkörnern macht. Weg. Weg. Zur Seite sind sie verschwunden. So, wir können wieder auf den Laptop. Schauen wir nochmal von oben an. Da ist er. Die Wasseroberfläche. Jetzt kommt der Pfeffer. Na, das sind jetzt so, wie es bei uns im Hörsaal vorgeführt werden kann, wo wir die ganzen Kameras fest haben und so weiter, bessere Beleuchtung. Deswegen haben wir das alles zweimal. Jetzt kommt das Gute gegen Fett, was auch immer ihr nehmt, geht alles. Ein Tropfen drauf, weg ist der Pfeffer. Das heißt, die Seifenmoleküle breiten sich sofort an der Oberfläche aus und schieben die Pfefferkörnchen weg. So, da können wir nochmal hier sehen, weiß ich nicht, ob sich das gut... Na, wenn ihr ganz genau hinguckt, dann seht ihr hier, das ist ein Schnappschuss von dem Film, wenn gerade der Wassertropfen, der Seifentropfen auf die Oberfläche kommt und schiebt die Pfefferkörner weg. Hier kann man die noch so ein bisschen sehen. Könnt ihr das sehen? Ah, ehrlich, hey, ihr habt ja Adleraugen, das ist ja super. Also, die Seife breitet sich auf der Oberfläche aus, schiebt den Pfeffer weg. Also stimmt's, die Seife geht direkt auf die Oberfläche. Was ist jetzt eine Seifenblase? Naja, das ist einfach ein dünner Film aus Wasser, der oben und unten, innen und außen eine Seifenschicht, Seifenmolekülschicht hat. So, jetzt also, warum schillern Seifenblasen? Jetzt gucken wir uns mal diese große, eine ganz große Seifenlamelle an. Eine Seifenlamelle ist einfach eine Seifenhaut, die wir hier gespannt haben. Und wenn ihr das, muss ich mal gucken, ob ihr das gut seht. Wir werden auf die Kamera jetzt umschalten. Eine riesige, riesige Seifenla. Gucken wir mal, ob man ein bisschen spiegeln lassen kann. Na? Da wabert sie. Ich mache sie gleich mal kaputt, damit ihr seht, dass die wirklich echt ist, ja? Pusten! Pusten! Also, die kriege ich aber nicht weg. Nein, 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 da müsst ihr alle mitpusten. Pustet ihr alle mit? Nein, 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 wir dürfen nicht pusten. Wir dürfen nicht pusten. Puh, die ist schon kaputt. Wir machen eine neue. Aber ich kann die nur ein bisschen ausdellen. Ich schaffe das nicht, die wegzupusten. Nein, 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 nein. Nein, nochmal. So. Fast. Okay, also, jetzt. Jetzt kommt was ganz, das ist echt schwer zu verstehen. Wirklich schwer zu verstehen. Das ist Stoff, den man eigentlich erst in der Oberstufe in der Schule macht oder sogar erst beim Studium. Jetzt gucken wir mal, ob ihr nachher schlauer seid und wisst, warum Seifenblasen schillern. Also, Sonnenlicht. Stellt euch vor, wir gucken durch ein Schlüsselloch in die Sonne. Was sehen wir? Wir sehen weiß. Das ist das, was uns weiß erscheint im Auge. Aber genau, aber einen Regenbogen, den gibt es ja auch bei Sonnenschein. Also muss im Sonnenlicht, müssen Farben verborgen sein. Aber Licht hat eigentlich keine Farbe. Licht wird zur Farbe nur durch unser Auge. Also, was ist das denn jetzt hier? Hier ist ein Regenbogen und jetzt schauen wir mal genau an, wie denn diese Farben ausschauen vom Regenbogen. Also ein Regenbogen mit Farben, die in unserem Auge entstehen. Alle Farben zusammen
vom Regenbogen ergeben wieder weiß. Hier sind die Farben mal ein bisschen verstärkt vom Regenbogen. Und jetzt gucken wir uns das Regenbogenspektrum mal an. Das sind alle Farben, die unser Auge sehen kann. Und Licht ist eigentlich eine elektromagnetische Welle. Das heißt, von der Physik her ist das genau das Gleiche, warum ein Handy mit elektromagnetischen Wellen senden kann und wir mit dem Handy telefonieren können. Wärmestrahlung, wenn ihr merkt, irgendwo die Herdplatte ist warm, müsst ihr sie gar nicht anfassen, ihr merkt das. Das ist auch eine elektromagnetische Welle, aber diese Wellen erzeugen in unserem Auge keinen Farbeindruck. Deswegen spricht man von sichtbarem Licht und das hat für uns Farbe. Also, wir gucken nochmal durch unser Schlüsselloch. Jetzt könnten wir aber nicht unterscheiden, ob wir ins Sonnenlicht gucken oder ob jemand mit drei farbigen Taschenlampen, so wie ich es jetzt hier aufgezeichnet habe, unser Schlüsselloch anstrahlt. Also stellt euch weiterhin vor, wir sehen nichts, wir gucken nur durch das Schlüsselloch, okay? Also ihr guckt auf die Farbe, was das Schlüsselloch zeigt. Taschenlampe mit rotem Licht, Taschenlampe mit grünem Licht und eine mit blauem Licht. Und die halten wir so, dass das genau in der Mitte des Schlüsselloch ist. Und dann sehen wir wieder weiß. Also mit starken, farbigen Lampen kann man weiß erscheinendes Licht erzeugen. Das ist euch bestimmt nicht neu, denn das ist genau das, wie wir hier das Weiß machen mit dem Projektor. Starke Farben, die genau hier, ich habe hier eine grüne Lampe, eine rote Lampe und eine blaue Lampe und in der Mitte erscheint uns Weiß. Wenn ihr zu Hause weiße LED-Lampen habt, dann ist euch sicher schon mal aufgefallen, da gibt es welche, die sind so grellweiß, man sagt auch kaltweiß, dann gibt es welche, die sind warmweiß und da kommt es eben darauf an, wie stark ist mein Rot, wie stark ist mein Grün, wie stark ist meine blaue Lampe, die diese weiße LED erzeugt. Das heißt, auch bei einer weißen LED habe ich mindestens drei Farblampen. Wenn ich jetzt eine der Taschenlampen ausschalte, was passiert? Vielleicht die rote. Machen wir mal. Machen wir sie hintereinander mal aus. Machen wir zuerst die rote aus und gucken durchs Schlüsselloch. Was sehen wir im Schlüsselloch? Hellblau, Cyan nennt man das. Grün weg, sehen wir nur noch blau. Dann nehmen wir Rot wieder dazu, sehen wieder weiß, machen Blau weg. Jetzt sehen wir Gelb, Blau wieder dazu. Grün weg, jetzt sehen wir Pink. Pink ist ein Sinneseindruck, wenn wir Blau und rotes Licht zusammen sehen. Okay? So, das heißt also, gehen wir weiter hier. Ohne rotes Licht sehen wir Sonnenlicht als hellblau. Wenn ich jetzt mal so eine riesen Seifenlamelle mir angucke, so sieht sie aus, wenn ich sie perfekt ausleuchten kann. Oben, weil die Schwerkraft des Wassers die Wasserlamelle langsam dünner macht, oben ist sie schon ziemlich dünn, unten ist die Lamelle noch dicker, gibt es einen Farbverlauf. Das ist das, was wir immer sehen. So sieht eine typische Seifenlamelle in weißem Licht aus. Wenn ich die jetzt nur mit einer roten Taschenlampe anstrahle, sieht man plötzlich solche Streifen. Genau an den schwarzen Streifen heißt einfach, da kommt kein rotes Licht an. Da hat jemand die rote Taschenlampe ausgeschaltet. Warum die Seifenlamelle rotes Licht ausschalten kann, da kommen wir gleich dazu. Schauen wir nochmal genauer hin. Also, jetzt vergrößere ich mal aus dem Foto. Von diesen sollte dieselbe Lamelle sein, kurze Zeitpunkt später, mit dem roten Licht angestrahlt. Und dann sieht man, genau dort, wo die roten Streifen nicht sind, schau doch mal, da ist die rote Taschenlampe sozusagen ausgeknipst. Schau doch mal, da gibt es das Hellblau. Genauso hier, rotes Licht ausgeknipst und da haben wir das Hellblau. Jetzt. Was ist eine Welle? Ich habe immer gesagt, Licht ist eine Welle. Ihr kennt die Laola-Welle. Ich sehe schon, da wird schon das Richtige gemacht. Einer fängt an und dann alle hintereinander stehen auf und wieder rum. Und alle hintereinander stehen auf und so weiter. Farbe, der Farbeindruck bei uns im Auge entsteht dadurch, wie schnell die Welle hoch und runter geht. Ja, wenn ihr hoch, runter, Wahnsinns, Laola-Welle machen, haben wir ganz kurzes, kurzwelliges Licht, blau.
Wenn wir eine ganz langsame Laola-Welle machen, schlafen zwischendurch ein, dann ist das rotes Licht. Okay, also eine Welle stellt man sich irgendwie so vor. Das wird gleich nochmal der Fall sein. Das ist also Licht. Jetzt müssen wir genauer gucken. Und jetzt wird es echt schwierig. Also, wir gucken uns einen Sonnenstrahl. Wir greifen uns sozusagen so einen Sonnenstrahl raus. Gibt es natürlich nicht, aber wir tun mal so, als ob. Ja, den nehmen wir uns raus hier. Dann wird der hier oben, schaut mal, das ist die Seifenhaut. Außen, hier sind die Seifenmoleküle, das ist dieses hellgraue. Und in der Mitte ist Wasser. Jetzt wird der erste Strahl wird hier wie an einem Spiegel reflektiert. Wenn ihr mit einer Taschenlampe auf den Spiegel scheint, dann wird die reflektiert. Genau so passiert es mit dem Strahl. Jetzt nehmen wir uns einen zweiten Strahl raus. Der wird auch reflektiert. Das interessiert uns aber gerade nicht. Ein Teil von diesen beiden Strahlen, die kommen, geht durch diese Oberfläche durch und wird erst an der zweiten Seite reflektiert. Von dem hier auch, aber der interessiert uns nicht. Warum nicht? Weil ich möchte den Strahl, der wird reflektiert und dann trifft der wieder hier auf den ersten Strahl. Und dann kann was passieren, was dazu taugt, eine Lichtfarbe auszuschalten. Jetzt gucken wir nochmal auf die Welle. Jetzt stellt euch vor, ihr sitzt zu zweit auf einem Stuhl, die Laola-Welle kommt zu euch und ihr zwei, die ihr zu zweit auf dem einen Stuhl sitzt, kriegt der eine eine Laola-Welle von da und der andere von da. Der eine will aufstehen und der andere will gerade sitzen bleiben. Was passiert mit euch? Ihr bleibt, es passiert gar nichts. Die Laola-Welle stoppt sozusagen bei euch. Und genau das passiert mit dem Rot. Wenn die eine Welle so kommt und gerade groß werden will und die andere gerade klein werden will, dann gibt es in der Summe, und das ist hier gezeigt, Summe von dieser Welle 1 und der Welle 2 ist 0. Dann kommt kein rotes Licht durch. Wenn aber die Seifenlamelle in der Dicke die wabert ja, da habt ihr ja gesehen, die werden ein bisschen dicker, mit der Zeit werden sie immer dünner nach unten hin und so. Das heißt, die Taschenlampe wird einmal stärker rot und weniger stark rot. Das ist das, wenn das hier hoch und runter geht. Und deshalb wird das Rot auch nicht immer ganz ausgeschaltet, sondern so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und unser Auge sieht etwas mehr Cyan oder Weiß. Und das gilt für alle Farben. Das heißt, die Farbe ist ein Signal für die Filmdicke der Seifenblase. Und ihr müsst das zu Hause ausprobieren. Guckt mal, wenn die Seifenblase braun wird, dann ist für alle Lichtwellenlängen, die sehen keine gemeinsame Laola-Welle mehr. Dann ist Ende und dann platzt sie auch gleich. Dann ist sie nämlich super dünn. Guckt mal, wenn die Seifenblase braun wird, dann wird sie gleich zerplatzen. So, das war echt schwere Kost. Ja? Also ihr merkt euch, man kann durch diese Dicke der Seifenlamelle die eine oder andere Farbe ausschalten, weil zwei Wellen sich gegenseitig abmurksen sozusagen. Ja? Und jetzt gucken wir nochmal, was eine Seifenblase eigentlich machen kann noch. Kann eine Seifenblase eine Kerze auspusten? Was muss man machen? Nein? Ja? Man muss ja machen. Jetzt muss ich es aber hinkriegen, dass die Seifenblase genau in die Richtung macht, wo meine Kerze steht. Und dazu nehme ich einen Trichter. So. Das machen die beiden jetzt hier mal. Der Martin versucht sich, einmal umschalten auf die Kamera. Er bläst mit dem Trichter eine Seifenblase ein bisschen auf. Wo ist sie? Man sieht sie nicht, er hat die Hand davor. Da, jetzt sieht man sie, genau. Und jetzt macht er vorne den Trichter den Finger weg und? Oh, Martin, das musst du normal machen. Die Seifenblase war stärker. Die Flamme war stärker als die Seifenblase. Was passiert da? Eine Seifenblase hat offensichtlich die Tendenz, ihre Ausdehnung zu verringern. Ihr müsst ja, wenn ihr eine Seifenblase aufpustet, müsstet ihr ja diese Lamelle reinpusten, so wie ich eben auch gepustet habe. Das heißt, der Trichter dient eigentlich nur dazu,
dass die Seifenblase ihre Pressluft, die wir da ja reingepresst haben, wieder los wird in eine Richtung. Jetzt kommt nochmal, versucht er nochmal diese Seifenlamelle zu machen. Das ist einfach wieder Spüli in Wasser, da muss man ein bisschen rumpuzzeln. Manche Trichtermaterialien gehen besser als andere. Und da müsst ihr, das müsst ihr ausprobieren. Das ist ganz wichtig bei Experimenten, sich nicht entmutigen zu lassen. Wir sagen immer, 9 von 10 neuen Experimenten gehen schief. Das ist so. Und dann muss man es einfach nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Und irgendwann merkt man, ah Mensch, der Trichter funktioniert gut. Oder ich muss es in einem anderen Winkel rausnehmen. Jetzt nochmal. Und jetzt, oh, jetzt aber. Jetzt hat es funktioniert. Super. Ich zeige es nochmal im Film. Pust. Aus ist die Kerze. Und jetzt kommt ein Quiz. Was glaubt ihr? Wer ist stärker? Eine große oder eine kleine Seifenblase? Also, das Publikum ist uneins. Schaut einmal. Das ist unser Versuchsaufbau. Das ist jetzt ein Original-Versuchsaufbau aus einer Vorlesung für die Physik, für die Leute, die Physik studieren wollen. Ja? So, also was haben wir? Wir haben hier ein Röhrchen, ein Trinkhalm. Aber der Trinkhalm hat ein Ventil. Das sieht man hier nicht so gut, aber das steht gerade quer. Und hier haben wir noch ein Röhrchen und noch einen Trinkhalm mit einem, noch einem Ventil. Und das steht gerade offen. Das seht ihr, das steht nicht quer, sondern das steht in diese Richtung. Und dann gibt es zwischen den beiden eine Verbindung. Und das kann man auch nochmal aufmachen. Wenn wir also, der Martin hat jetzt zwei Luftblasen hier, Seifenblasen erzeugt und jetzt dreht er das Ventil auf. Was meint ihr? Welche Luftblase wird größer, welche wird kleiner? Wer ist dafür, dass die Größe, die große kleiner wird? Ah, okay, wer ist dafür, dass die Kleine kleiner wird? So, jetzt brauchen wir ein Experiment. Da kann man keine Meinung zu haben. Da muss man ausprobieren. So, jetzt. Einmal umschalten auf die Kamera. Der Martin versucht noch gerade eine große und eine kleine Luftblase hier zu erzeugen. So, da haben wir eine schöne große und eine kleine. Ja. Oh, jetzt. Und jetzt kommt das Ventil auf. Wer pustet wen auf? Uiuiuiuiuiui. Ha, also das Experiment ist hier ganz klar. Die kleine Luftblase, Seifenblase, die kleine Seifenblase ist die stärkere. Und warum? Weil sie hat eine größere Krümmung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Blatt Papier so ein bisschen rund macht, ist es nicht so, braucht ihr nicht viel Kraft. Wenn ihr es aber ganz klein verknüllen wollt, dann braucht ihr wahnsinnig Kraft. Und das nennt man Krümmung und das ist eine Krümmungsenergie, die da drin steckt. Also, die kleine Seifenblase ist die stärkere. Hier haben wir es nochmal, große Seifenblase, kleine Seifenblase. Und jetzt im Ventil machen wir sozusagen ein gemeinsames Röhrchen zwischen den beiden Blasen und wieder. Ja. Und dann, bei Experimenten muss man gucken, ob nicht irgendwas zufällig passiert. Man muss Experimente oft wiederholen, dass man weiß, ja, das ist verlässlich. Ne? So, also die kleine. Wie platzt eine Seifenblase? Probiert mal. Manche, könnt ihr mal eure Eltern fragen, ob sie auf ihrem Handy eine Slow Motion, eine Zeitlupenkamera habt. Dann könnt ihr das mal angucken. Probiert es mal. Aber eine Seifenblase ist verdammt schnell. Man braucht schon eine Hochgeschwindigkeitskamera. Schaut mal. Das hier ist jetzt ein Luftballon, der platzt. Da sieht man noch diese Gummihülle. Schaut mal, da ist noch die Gummihülle. Und der war mit Wasser gefüllt und da sieht man, wie das Wasser in alle Richtungen spritzt. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn mit einer Seifenblase aus?
Sieht echt toll aus. Und jetzt wissen wir auch, warum eine Seifenblase spritzt, wenn sie platzt, weil ganz viele kleine Tropfen entstehen. Das ist eine Hochgeschwindigkeitskamera. Jetzt gucken wir uns mal einen Film dazu an. Tut's hier im Saal. Sieht toll aus, oder? Also da könnt ihr mal gucken, ob ihr nicht mal mit euren Eltern bei YouTube ein bisschen guckt. Bursting Soap Lamella ist da das Stichwort. Da gibt es wirklich ganz wunderbare Filme. Wenn ihr das selber machen wollt, macht es unbedingt draußen im Sonnenlicht. Ihr braucht gute Beleuchtung, sonst geht es nicht. Also das haben wir hier drin, können wir gar nicht, wollen wir gar nicht ausprobieren. So, weil es so schön war. So, jetzt die Frage. Platzen, Seifen, Blasen, immer. Kommt drauf an. Also, im Publikum ist man auch uneins. Ich würde sagen, kommt drauf an. Ich habe euch gezeigt, wie ihr das Leben der Seifenblasen verlängern könnt, wenn ihr die Verdunstung niedrig habt. Ja? Hier zum Beispiel im Hörsaal ist die Luftfeuchte ziemlich niedrig. Keine gute Voraussetzung für große, riesige, lang anhaltende Seifenblasen. Aber es geht gerade noch, ihr habt es ja gesehen. Man kann sie einfrieren. Ist das nicht eine tolle Idee? Einfach einfrieren. Man müsste aber eine gute Tiefkühltruhe haben. Das könnt ihr mal ausprobieren. Also es ist nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Es gibt aber auch Seifenblasen, die einen chemischen Zusatz haben. Und die werden einfach wie Gummi mit der Zeit. Kann man kaufen, sind zurzeit leider, ich war in 5 verschiedenen Spielwarengeschäften, nicht zu kriegen. Tut mir leid, müsst ihr mal gucken. Nicht zerplatzende Seifenblasen, kann man kaufen. Jetzt schaut mal. Wenn ihr mal im Winter dran denkt, Sonnenschein, eiskalt, dann könnt ihr es mal probieren. Minus 9 Grad hat hier jemand aus Colorado in den USA, das ist in den Bergen, einen Versuch gestartet. Schnee liegt, könnt ihr sehen, jetzt kommt das Röhrchen und da wird jetzt eine Seifenblase geblasen. Jetzt guckt genau hinten, was passiert. Sieht das nicht toll aus? Echt schön. Also, der Trick ist, ihr müsst nicht mit dem Mund blasen. Versucht es mal im Winter, versucht es mal in einer Gefriertruhe oder so. Wenn ihr mal zum Experimentieren in die Uni kommt, gibt es noch andere Möglichkeiten mit Trockeneis und Flüssigstickstoff und so auszuprobieren. Aber der Trick ist, ihr dürft nicht mit dem Mund blasen, weil es ist zu warm. Ihr müsst am besten eine Wasserflasche, also so eine Plastikflasche nehmen, ein Löchlein für den Trinkhalm bohren, dass der dicht ist und dann die ganze Flasche in den Tiefkühler legen, damit ich auch kalte Luft habe. Und dann die Flasche möglichst mit Handschuhen anfassen und dann die kalte Luft. Oder ihr macht alles ganz draußen, kalte Luft, die Blasen blasen. Dann klappt das. Jetzt die Frage, sind Seifenblasen immer rund? Und da können mir jetzt meine beiden Assistenten hier vorne noch mal helfen. Mal möglichst unrunde Seifenblasen zu erzeugen. So, jetzt. Jetzt laufen, 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 nochmal, nochmal, nochmal. Mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Oder mal gigantische. Jetzt mal gucken, ob das klappt hier. Ah. Toll, oder? Und schaut mal auf die Blätter vor euch. Da steht drin, wie man so eine Riesenseifenangel macht. Ja, genau. Und da gibt es auch verschiedene Rezepte, die ihr mal nachmachen könnt. Und auch hier nicht aufgeben.
Ne? Ganz wichtig, nicht aufgeben. Experimentieren ist echt Geduldssache. So, dann gehen wir mal weiter. Also, ihr könnt noch ein bisschen Seifenblasen machen hier. Seifenblasen sind nicht immer rund, aber sie versuchen es immer. Und jetzt guckt mal genau hin. Wenn die beiden hier so einen langen Schlauch ziehen, dann schnüren sich so größere Teile ab, die wabern da so rum, aber irgendwann werden sie tatsächlich wieder rund. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Seifenblase versucht, immer möglichst die kleinste Fläche einzunehmen, die sie machen kann. Und manchmal dauert es ein bisschen länger. Warum eigentlich? Und es liegt daran, dass eben Flüssigkeiten immer versuchen, sich so klein wie möglich zu machen. Schaut mal dieses Experiment an. Ich habe hier Samt, ihr könnt aber auch einfach Butterbrot nehmen und Honig drauf träufeln. Jetzt guckt mal, was mit der Honigschlange wird. Genau das Gleiche. Das heißt, auch hier igelt sich die Flüssigkeit ein, um möglichst wenig Kontakt mit der Luft und dem Samt zu haben. Was macht ihr, wenn euch kalt ist? Einigeln. Ja? Was macht die Katze? Klein machen. Einkugeln. So, jetzt haben wir noch etwas, was ihr auch nachmachen könnt und einfach mal ausprobieren. Und zwar Drahtmodelle. Ich halte die mal hier hoch. Schaut mal, solche Drahtmodelle. Ein Würfel. Könnt ihr euch einfach aus einem Kleiderbügel, wie man es kriegt, von der Reinigung zum Beispiel biegen. Und die Hanna zeigt euch jetzt mal ein paar schöne Formen. Jetzt schalten wir um auf die Kamera. Genau, da ist der Würfel. Jetzt gehen wir in die Seifenlauge. Das ist der Container hier unten. Nochmal. Auch hier Geduld. Zwischendurch einfach mal sagen. Schaut mal. Was hast du denn noch, Hanna? Was hast du noch alles dabei? Eine Tetraeder. Eine Dreiecke, viermal Dreiecken. Viermal Dreiecken. Manchmal platzt wieder eine Lamelle, da muss man noch mal reingehen. Was haben wir noch? Ja. Was ist das? Was ist das? Kann man das für irgendwas brauchen? Eine Rutsche! Ich hab's gehört. Hier hat jemand gesagt, eine Rutsche. Zeig nur mal die Rutsche. Das ist eine super duper Rutsche. Das ist eine einzige Fläche. Und wenn ihr diese Drahtmodelle macht, müsst ihr immer gucken, dass die richtig gut zu sind. Ja, ihr müsst sie verdrillen. Schaut mal, unten ist die Spirale an dem dicken Rohr dran. Und oben auch. Und dann ist das eine einzige Rutschbahn. Das sieht toll aus, ne? Genau. Wunderbar. Jawohl. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Pavillon. Einen Pavillon, schaut mal. Sieht lustig aus hier. Und da kann man ein ganz tolles Dach draus machen aus Seifenhaut. Jawohl. Und dann aber, das kann man, diese Lamellen kann man zu was brauchen. Es hat euch doch sicher schon an diese Zelte erinnert, die man so hat. Ja? Jetzt schaut mal, da haben wir noch so ein Modell, so ein Architekturmodell. Da kann man alle verrückten Formen mitbauen. Wir haben jetzt mal eine relativ einfache gebaut. Schau mal, und die oberen Kugeln, die werden durch einen Faden zusammengehalten. Das sieht man gleich, wenn die Lamelle sich bildet.
Ganz eintauchen, das ist auch wichtig. Wenn ihr die Drahtmodelle macht, die müssen ganz in die Seifenlösung eintauchen und dann vorsichtig rausziehen. Ja. Mal gucken. Mal von hinten. Schaut mal, das ist ein richtig lustiges Zelt. Na, da kann ich hier von unten reinfassen. Ich kann auch mal irgendeine kaputt machen. Und das haben sich Architekten angeschaut. Und vielleicht kennt ihr noch das Olympiastadion, das alte Stadion des FC Bayern in München. Das hat so ein Dach. Das hat so ein Dach, das ein berühmter deutscher Architekt gemacht hat. Und diese Dächer nennt man Minimalflächendächer. Und ich finde die auch sehr, sehr schön. So, jetzt kommt noch die Krönung. Kann man mit Seifenblasen jemanden einpacken? Also, ich sag euch, wir schalten mal auf die Kamera um. Ist schwer zu sehen und man wird ziemlich nass dabei. Ich zeige euch mal. Da könnte jetzt jemand drin stehen. Aber man wird ziemlich nass. Ja, und es muss jemand sein, der nicht seifenscheu ist. Der hier schön immer wieder das versucht. Da, die sehe ich doch da. Ja, komm mal. Komm mal hier hoch, die Treppen nicht über die Kabel stolpern. Und die Jacke musst du ausziehen, weil die macht nämlich unsere Seifenlamelle kaputt. Aha, das ist die Clara. Die Clara kommt mal. Die Haare sind auch zusammen. Stell dich mal vorsichtig hier in die Mitte. Das ist natürlich alles jetzt glitschig und rutschig, ne? Genau. So, jetzt guck mal. Du ziehst selbst langsam und gleichmäßig am Ball, einfach nach unten. So, jetzt probieren wir mal. Jawohl, schön, prima. Ich helfe noch ein bisschen mit. Ja, nicht so rumwabern, schön langsam. So, nochmal runter, nochmal runter. Ganz runterlassen, damit wir ganz viel Seifenlauge haben. So, jetzt nochmal, ein bisschen schneller. Schneller, ja. Also, das geht ziemlich gut mit hoher Luftfeuchte, also kurz vorm Gewitter oder so geht es super. So, jetzt nochmal hoch. Ja, nochmal ein bisschen schneller, Clara. Ja, jetzt haben wir sie schon halb, genau. So, jetzt nochmal, Clara, ganz schnell, schneller. Juhu, ja! Also, noch mehr Experimente. Wir kommen auch an die Schule, experimentierkiste.de, an alle Lehrerinnen und Lehrer. Experimentierkiste.de, Physik mit Flüssigkeiten, Physik mit Licht. Wir kommen mit Kisten an die Schule und haben den ganzen Klassensatz dabei, etwa ab Klasse 7. Ab Klasse 7. Aber ich habe euch ja hier ganz viele Experimente gezeigt, die ihr zu Hause machen könnt mit Küchenutensilien. Okay? Hier, nehmt das bitte mit und versucht Sachen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich danke Rolf Keller. Ich danke meinem Team, Hanna Heinz, Martin Brinkmann, Felix und Martin und tschüss.